So, und da sind wir dabei Undertale. Diesmal aber alleine. OMG, ich hatte meine Hand für 5 Minuten auf der Taste. OMG, ich werde es jetzt gleich machen. Ich werde anrufen. Okay, hier kommt man anscheinend wieder zurück. Sunderplane ist im Weg, aber nicht mit Absicht. Okay. Flirten. Du erzählst Sunderplane, dass sie putzige Flügel hat. Ha, du Irrer. Ach, immer wieder diese Kriegdingens. Keine Ahnung. Was musste ich nochmal drücken? Ja, hier X. Nähern? Du nährst dich zu Sunderplane, kommst aber nicht zu nah. Mensch. Ich kann mich, glaube ich, hier heilen, ne? Ja. Sunderplane schüttelt ihre Nase missverständlich in deine Richtung. Nähern? Mensch. Aber ich wollte mich heilen. Eine herablassende Fassrolle. Nur Barrel Roll. Ach, fliehen. Hätte ich zwar gerne noch ein bisschen gezeigt, aber ich will jetzt hier nicht sterben oder so. Da oben komme ich zurück, ne? Nö. Ring, ring. Klick. Aufgelegt, bevor du die Chance hattest zu antworten. Ja, ich wollte das Projekt halt jetzt erstmal alleine weitermachen. Damit ich halt schneller vorankomme. Ich brauche unbedingt ein neues Projekt. Und ich habe dieses Projekt schon so lange und habe es nie fertig gebracht. What the fuck? Eine rostige Pfanne liegt am Boden. Mitnehmen. Mitnehmen. Okay. Ja. Interessante Welt. Oh ne, Laser. Ding. Hallo, also die blauen Laser. Ich meine, hier, Alphys. Hi. Die blauen Laser werden dir nicht zu, wenn du dich nicht bewegst. Orangen, du musst dich bewegen und sie. Sie werden nicht. Geh durch solche durch. Tschüss. Okay. OMG, ich habe es getan. Habe nicht mehr so gezittert, seit Andal mich wegen dem Wetter angerufen hat. Okay. Wartet, hier unten gibt es kein Wetter. Warum rief sie an? Junge! Was war das denn? Fuck. Das ist... Inventar. Bitte. Ich finde nie die richtige Taste dafür. Ey, wo habe ich die Taste denn hingelegt? Ach hier. Krabbenapfel. Lecker. Muss das sein. Es ist ein Schalter. Drücken, ja. Die Laser wurden deaktiviert. Falls ich jemals wieder vorbeikomme. Oh mein Gott, ich vergaß, ihm zu sagen, wo es hingeht.
Hier ein süßes Bild von mir, gerade aufgenommen. Das ist ein Foto eines Mülleimers mit verschiedenen pinken Glitzerfiltern. Ja. Hier ist Alpis. Das nördliche Tor wird verschlossen bleiben, bis du das Puzzle links und rechts gelöst hast. Ich denke, du solltest erst nach rechts gehen. Gehe ich erstmal nach rechts. Der Weg zur Arbeit ist versperrt, also hatte ich Zeit, die Show von Metatron anzusehen. Die Spezialeffekte waren wieder grandios. Der Mensch sah total echt aus. Und ich sehe falsch aus, oder was? Metatron? Tja, er ist der beliebteste Star hier im Untergrund. Sein Fanclub hat mindestens drei Dutzend Mitglieder. Ob es wohl unlustig wäre, wenn ich das Herz erklären würde? Hat das was mit den Rädern da zu tun? Die Tür, die weiterführt, ist verschlossen. Also versuchte ich das Rätsel. Aber mir ist die Munition ausgegangen und ich musste immer wieder neu anfangen. Meine beiden Assistenten wollen nicht helfen. Es ist, als wollten sie nicht mal arbeiten. Zerschieße das Schiff, bewege die Kisten, um die Mission abzuschließen. Hä? Ach so. Ich muss das schaffen, dass die aus dem Weg sind. Ich versuche einfach mal, bis das klappt. Bringt irgendwie auch nichts. Muss ich sowieso schon von Anfang an schießen oder ist das scheißegal? Macht ja keinen Unterschied, wenn ich das jetzt rumschiebe. Ah. Was? Ich hab gedacht, man muss die ganz aus dem Weg tun. Das ist ja voll einfach. Wow, das bringt's. Ring. Alf ist hier. Dieser blaue Laser scheint unüberwindbar zu sein. Aber als königliche Forscherin habe ich manches Ass im Ärmel. Ich hacke mich in die Hotline-Laser-Datenbank und schalte sie aus. Klick. Endlich jemand hat den Laser abgeschossen. Abgeschaltet. Nun, nachdem wir frei sind, können wir... ich denke, wir bleiben hier stehen. Wir waren am Rumhängen, als auf einmal ein Haufen Fallen aus dem Nichts reaktiviert wurde. Das ist ein großes Problem. Es ist klasse. Die Schule muss deswegen ausfallen. Okay. Ja, genau dasselbe. Ja. Ne. Wir haben es eigentlich schon geschafft. Ich will den nur immer ganz aus dem Weg tun, weil ich glaube, das macht irgendwie mehr Schaden. Und ich denke mir immer, da muss man zweimal drauf schießen. Wie auch immer, ich werde es einfach erklären. Hey, wegen den Rätseln, links und rechts. Sie sind ein bisschen schwer zu erklären, aber, du hast sie bereits gelöst? Fantastisch.
War da nicht eben noch weißer Untergrund? Hey, ist ziemlich dunkel da drin, oder? Keine Sorge. Ich hacke mich in das Beleuchtungssystem und schalte das Licht an. Oh. Oh nein. Oh ja. Na, ich muss die Stimme nochmal. Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrundkochshow. Kochen mit dem Killer-Roboter. Wer von uns ist hier der Killer-Roboter? Heizt eure Öfen vor, denn wir haben ein spezielles Rezept heute im An Aufgebot. Wir werden zusammen einen Kuchen machen. Mein liebreizender Assistent hier wird die nötigen Zutaten sammeln. Ja, wie wir kochen, wissen wir ja jetzt, ne? Einen großen Applaus bitte. Wir brauchen Zucker, Milch und Eier. Fang an, Schnucki. Also, Zucker, Milch, Eier. Eier, wir brauchen Eier. Also, wo tun wir denn hin? Gehen wir ihm. Toll gemacht. Nun platziere sie in der Mitte der Theke. Perfekt. Toll gemacht. Wundervoll. Wir haben alle Zutaten, die wir brauchen, um den Kuchen zu backen. Milch, Zucker, Eier. Oh. Warte einen kurzen Augenblick. Wie konnte ich das vergessen? Wir brauchen noch die wichtigste Zutat. Tutzart. Oh. Eine menschliche Seele. Ring. Hallo, ich bin eigentlich gerade etwas beschäftigt. Warte eine Sekunde. Könntest du nicht, oder vielleicht, könntest du nicht eine Zutat im Rezept austauschen? Austauschen? Du meinst eine andere, nichtmenschliche Zutat verwenden? Warum? Was? Wenn jemand vegan ist? Vegan? Ich meine, das ist eine brillante Idee, Alphys. Tatsächlich ergab sich nun eine weitere Option. Hier. Mit immer geeigneter Menschenseele-Geschmack-Ersatz. Hä? Eine Dose davon ist dort hinten auf der Theke. Warum steht da eine Theke? Nun, Liebling, warum holst du sie nicht? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die weggeht. Nebenbei gesagt, unsere Sendung folgt einem strikten Plan. Wenn du die Dose nicht in der nächsten Minute holen kannst, halten wir uns wieder an das Erstrezept. Also fang besser an zu klettern, Schnucki. Eng. Oh nein. Es ist nicht genug Zeit, um dort hochzuklettern. Glücklicherweise habe ich vielleicht einen Plan. Beim Aufrüsten deines Handys habe ich Funktionen hinzugefügt. Siehst du den großen Knopf auf dem Jetpack? Steht. Pass auf. Yay! Hier. Du solltest gerade genug Benzin haben, um die Spitze zu erreichen. Jetzt hoch mit dir. Warum? Was soll das? Da kann ich doch nicht ausweichen. Junge! Was soll das? Was sind das überhaupt? Keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll. Das schaffe ich nie und nimmer. Kann ich da überhaupt was gegen tun?
Ja, was soll ich denn da tun? Was? Warum bewegst du dich nicht? Nein, ich habe es nicht genug aufgetankt. Verflixt. Es tut mir leid. Selbst wenn es nur so etwas ist, ich bin noch immer. Noch immer. Oh nein, sieh dir das an. Was? Ich habe es vergessen. Genau jetzt sollte unsere Sendepause sein. Was machst du? Glücklicherweise bedeutet das, dass gerade niemand zusieht. Ich werde dich nicht ohne Fernsehzuschauer vernichten. Dank der brillanten Dr. Alphys hast du mich erneut aufhalten können. Bis zum nächsten Mal, Schnucki. Tschüss. Wir sind gar nicht so weit oben gewesen. Ich denke, wir haben es geschafft. Nun, egal. Lasst uns weitermachen. Dick. Gehen wir mal weiter. Obwohl, mich interessiert ja, was man hier alles machen kann, ne? Es ist ein Ofen. Er sieht sehr modern aus. Ist eine Mikrowelle. Das ist großartig, falls du ein Mikrowellen-Fan bist. Ja, ich bin jetzt nicht so ein Mikrowellen. Was war das? Es ist ein Kühlschrank. Er ist komischerweise warm. Ach, komischerweise. Oh ja, ich weiß schon wieso. Es ist eine außergewöhnlich gewöhnliche Spüle. Ah, schade, kann ich nicht mitnehmen. Naja, weiter geht's. Ein ominöses Gebäude ragt aus der Distanz hervor. Du bist erfüllt von Entschlossenheit. Ich finde die Zahl da ganz schön komisch. Ring. Siehst du das Gebäude dort hinten? Das ist der Core, die Quelle der Energie für den Untergrund. Es verarbeitet Erdwärme in magische Elektrizität mit. Egal, da müssen wir jedenfalls hin. Im Core ist ein Aufzug, der dich direkt zur Asgos Schloss bringt. Und von da kannst du nach Hause gehen. Yeah. Warum ist nur dort Lava? R1. Ich habe keinen PlayStation Controller, ich habe kein R1. Bitte wähle eine Etage. Links 1 oder rechts 2? Links 1. Okay. Irgendwie macht das plötzlich keinen Sinn mehr. Rechts 2, bitte. Was bist du denn? Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Sieht aus wie ein Teletubby. Oh yeah. Ich liebe Hot Dogs. Hey, ist es nicht merkwürdig, auf dem Dach von dem Kerl Schnee liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu faul, um es sauer zu machen. Genau. Toastige Semmel. Hey Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hot Dog? Er kostet nur 30 G. Danke, Kumpel. Hier ein Hotdog für dich. Ja, Doc. Apostrophendoc. Kurz für Hotdog. Hey, Kumpel, wie geht's? Willst du einen Hotdog? Er kostet nur 30 G. Trägst zu viel. Leg es einfach auf deinen Kopf. Hier ist ein weiterer Hotdog. Er ist am Dach. Naja, nein, er liegt auf dir. Hier, habe Spaß. Hier, habe Spaß. Hier, habe Spaß. Hier habe Spaß, 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 hier, 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 und hier, hier, und hier. 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 Bin offen zu dir.
So sehr ich es auch mag, Hotdogs auf deinem Kopf zu legen, 30 ist eine hohe Zahl. 29 ist in Ordnung, aber 30 sieht es so aus, als kämen meine Arme so hoch. Naja. Hey, sind die plötzlich nicht mehr da. Alphys postet ein Bild. Abendessen mit meiner Freundin. Es ist ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einer Schüssel voll Instant-Nudeln. Nein, Pyrope, ich hab jetzt irgendwie... Ah, einmal. Sorry, bin total verschnürt. Jetzt mal aufhören mit deinen Bomben. Pyrope, irgendwas mit Kichern. Da kühle ich dich. So, was ist los? Einladen. Sorry, bin total verschnürt. Hab gefälligst Zeit. Kühl ich dich halt. Fuck. Ach, weißt du was? Cool Skeleton 95 postet ein Bild. Posten wir heiße Bilder? Hier bin ich und mein Kumpel. Ist ein Bild von Papyrus posierend vor einem Spiegel. Er trägt eine Sonnenbrille. Ein riesiger Bizeps wurde in das Bild eingefügt. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Lol, Cool Skeleton 95, das ist dein Witz, oder? Der einzige Witz hier ist, wie stark meine Muskeln sind. Napsterbook 22 hat dir eine Freundesanfrage geschickt. Anfrage annehmen? Natürlich. Scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Ah. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen. Mitnehmen. Essen wir halt was, Hotdog. Scheinbar was Gutes. Kann das was? Halt ein HP pro Zug. Geil. Brauche ich keinen Verband mehr. Naja. Du wirfst den Stock, werf und dann hebst du ihn wieder auf. Naja. Hi, ich bin's, Dr. Alphys. Diese Rätsel hängt von deinem Timing ab. Siehst du die Schalter dort drüben? Du musst sie alle drei innerhalb von 3 Sekunden aktivieren. Ich werde versuchen, dir mit dem Rhythmus zu helfen. Gut, aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.